Servus, damit recht herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Builders. So, es geht ab in Hammerland. So, wir gehen dort runter und schauen wir mal die wunderschönen Blöcke dort. Oh. Das ist natürlich... Die hoffentlich alle kaputt. Oh, Monster Ei, okay. Den Heinz hier. Komischer Scorpion King hier. Wäre natürlich besser gewesen, wenn wir eine Rüstung hätten, aber. Okay, der Down. Sehr schön. Zieh dich doch mal, du Heinz. So, jetzt müssen wir uns das mal ein bisschen craftigen. Müssten wir eigentlich mitnehmen können? Oh ja, wir können mitnehmen. Die brauchen wir nicht alle. Jetzt werden die ersten Blöcke für unsere Mauer, für unsere Basismauer. So schön. Ach, die haben noch keine Angst vorm Licht, oder was? Nö, das ist ja kein Licht. Ist doch in Ruhe. Oh, nee, gut. Erstmal durchkämpfen hier, bis es wieder Tag wird. Verschwinde, die Kolum. Thank you.
stirb, du Drecksack. So, die alte Kiste nehmen wir auch mit. Ja, alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Ne? So, und damit wird's hell. Damit haben wir erstmal das eine Problem weniger, dass hier ständig Geister auftauchen. Und ein für Groß Admiral Thrawn machen, wollte ich jetzt gerade sagen, aber irgendwie wollte ich was anderes sagen. Ja, keine Ahnung. So, Zagi, alles wegreißen hier. Ja, die kaputten Stände nehmen wir auch mit, warum auch immer. Riesen haben wir aus Schrott. Bedeutet ein. Bedeutet Ausrüstung. Bedeutet Ausrüstung. Schon der zweite Riesen haben wir Schrott. Okay. Das ist natürlich schlecht. So, weißt du, gute Nachrichten habe ich nicht für euch. Ich weiß, wir wollten hier eigentlich, ne, größtes abbauen, aber jetzt müssen wir hier anfangen, den Schund mit wegzureißen. Natürlich buche ich mich hier in die Erde rein, dem ich nicht bin. Wenigstens bringt es in Federn. Ja. Du schon wieder. Du. Das ist sowieso kein Schwein, wenn wir hier ein paar Blöcke klauen, weil die lebt eh kein noch mehr. Die Monster hausen sowieso in Dreckhütten und so, also was soll's. Löschen. Die Erde haben wir auch gebrauchen für diverse Dinge oder was. Mitnehmen. So, da hat man alles abgebaut. Ist schon wieder so ein Bumsknabe gespawnt. Die Fähre mal dankend an. Gehen wir hier rüber und gucken mal schnell. Hier finden. Lesen. Auf einem alten Service, ein Stück Papier steht eine Nachricht. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich bin aus der verfluchten Burg entkommen, die hinter diesem Berg liegt. Die Schrecken, die in dieser finsteren Festung lauern, sind nicht in Worte zu fassen. An jenem Ort herrscht Not. Teuflische und Tücke. Wir aus Kantlern hielten jene Feste für unsere letzte Hoffnung, doch es war die Hoffnung, die uns zum Verhängnis wurde. Was auch aus mir werden mag, ich bitte euch, der ihr diese Nachricht lest, bleibt jenen Ort fern, wenn euer Leben lieb ist. Die Nachricht ist hier zu Ende. Anscheinend wurde sie vor langer Zeit geschrieben. Alles klar.
Das heißt, unser Leben ist uns natürlich sehr lieb, deswegen bleiben wir da auch fern. Zwinker-Smiley und so, ne? So, das ist alles Zeug, was wir mitnehmen können. Wir können hier mal was bauen. Müssen wir hier wie war das jetzt? So. So, Ausrüstung, ne, Gegenstände. Verstauen. Die möglich herstellen. So. Da haben wir mal 10 solche Teile. Und dann. Ich hasse das. Einerseits ist es schade. Einerseits ist es schade, dass der ganze Bums nicht verschwindet. Andererseits ist es gut, dass es nicht verschwindet, weil dann hast du es immer wieder. So. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie hochkommen. Am besten machen wir es hier und dann hier immer so zack, 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 zack und dann zack, 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 zack. Ja, und dann hier und dann hier. Ja, und dann hier und dann hier. Lässt du mich gefälligst mal in Ruhe, du altes Stück Schleimbolzenkacke. Stirb auf grausamste Art und Weise, du Madengedönse. Keiner kann dich leiden, du altes Sapperhirn. Ich hasse dich und deine verschissene Brut. Du gehst mir hart aufs Schwein, deswegen werde ich dich jetzt schlachten wie das Schwein, das du bist. Du kleine Sau. Den hast du gerade losgelassen. Na hoi, was ist denn hier los? Das ist nicht fair, okay. Was ist denn hier nicht fair? Hallo Mensch, siehst du nur mal diesen schönen, schönen Garten an? Ich könnte glatt aus der Haut fahren. Ich und mein Nachbar wollen bei Käfergärtner von Hämmerlingshausen werden. Aber wenn er so weitermacht, habe ich keine Chance. Dr. will, dass jeder von uns einen Garten anlegt und er ist schon fertig. Kannst du mir helfen, Mensch? Ich habe versucht, die Pflanze aus dem Boden zu schlagen, zu klopfen und zu hämmern, aber sie bleiben einfach nicht ganz. Er muss eine geheime Methode haben, die aufzuheben und wieder abzulegen, ohne dass sie zerfallen. Wenn du dein Geheimnis herausfinden kannst, dann hilf mir damit, mein Garten genauso gedeiht wie seiner. Hier sind da irgendwo die Dings, ne? Wird wieder dunkel, das ist natürlich schlecht, sehr schlecht. Warte mal, ja, ich bin doof, ne? Gegenstände, wir haben doch hier das Bett, das können wir doch rausnehmen. So rein, Bett raus. Dann einfach schlafen. So, kannst du nur in den Raum schlafen, da dran. Die ganze Kacke dann irgendwann abreißen müssen, ist uns klar, ne? So, er baut Raum. Schlafen. Somit haben wir zu Ende geschlafen und dann können wir weitergehen. Dann müssen wir mal gucken, irgendwie müssen wir die... Der Raum wurde zerstört. So. Hat
Wir hatten wir Gegenstände? Wir hatten keine, ne? Zumindest hatten wir hier keine drin. Natürlich schlecht. Haben wir Grausam bekommen? Glatt gegen den Dings kommen. Drüben ist auch noch eine Höhle. Wir haben die Höhle übersehen drüben. So. Gehen wir schnell in die Höhle rein, dann müssen wir sowieso immer zurück zum Speichern. Hier geht's rein. Gedacht, hier ist noch ein bisschen Craft Attack Zeug. Ja. Ja, das können wir dann später auch holen. So viel Zeug wie das ist. Naja, ähnliche Meerenflügel haben wir noch. Können wir auch hier drin nicht machen, weil sonst macht's Bautz. So, auf und davon! Wing, wing. Dann würde ich sagen, danke fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal und ciao mit Raute. Ciao.